Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr sehen könnt, sitze ich im Kinderzimmer, denn es gibt heute das letzte Baby-Update von Nico. Es ist unglaublich, aber Nico ist jetzt schon ein Jahr alt und somit dreht es sich heute um den 11. und um den 12. Lebensmonat. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Starten möchte ich auch diesmal mit Größe und Gewicht. Wir hatten eine Woche vor seinem ersten Geburtstag die U6. Daher habe ich die Daten auch ganz genau. Er war da 75 cm groß, hatte einen Kopfumfang von 37,7 cm und wog 9825 Gramm. Somit ist er wirklich in der Mitte, liegt total im Normbereich. Anfangs war er immer relativ groß, aber das ist ja etwas zurückgegangen. Ja, ist optimal entwickelt und ja, ihm geht es gut. Er ist gesund und das ist die Hauptsache. Und ich hatte euch ja in meinem letzten Baby-Update erzählt, dass wir die Größe 74 übersprungen hatten und ja, die Größe 80 tragen wir jetzt doch ein bisschen länger, denke ich. Ich denke auch, wenn dieser Sprung, in dem er sich gerade befindet, rum ist, dann wird er immer noch Größe 80 tragen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie 6, 7 cm wächst, aber man weiß es ja auch nicht, man steckt nicht drin. Und vom Schlafen her ist es jetzt so, dass wir ihn in sein Zimmer verlegt haben. Wir waren ja im Urlaub, beziehungsweise im Kurzurlaub. Und ich habe gelesen, dass es schwieriger ist, wenn die Babys zu kleinen Kindern werden, die aus dem Schlafzimmer zu bekommen. Deswegen haben wir so ungefähr gedacht, um den 11. Monat rum wäre es ganz gut. Haben wir dann auch gemacht und es hat sich exakt gar nichts geändert. Also Nico war vorher kein guter Schläfer und ist es auch jetzt leider nicht. Aber schlechter ist es auch nicht geworden. Er wurde immer so zwei, dreimal die Nacht wach und wollte gestillt werden und ist dann aber auch direkt wieder eingeschlafen. Jetzt ist es aber so, wir befinden uns gerade im Schub. Der müsste jetzt aber bald auch vorbei sein. Und der ist wirklich, wirklich heftig. Nico ist total verschmust und sucht ständig meine Nähe. Unsere Trage kommt wirklich täglich zum Einsatz, weil ich sonst zu gar nichts kommen würde. Und es geht ihm nicht gut. Ja, das ist leider so. Aber da müssen wir jetzt alle durch und es ist ja nur eine Phase. Ja, und die Nächte sind zurzeit sehr, sehr, sehr bescheiden. Besonders die letzten ein, zwei Wochen, beziehungsweise ich glaube so zwei Wochen vor seinem ersten Geburtstag fing es dann schon an. Er schläft sehr unruhig und wird alle zwei, drei Stunden wach und benötigt Nähe. Und wir haben ihn auch schon in unser Bett geholt nachts. Aber das hat auch nicht wirklich was geholfen. Also er wird dann trotzdem wach und möchte dann trotzdem die Nähe und möchte am liebsten direkt auf meiner Brust einschlafen und da eigentlich die ganze Zeit liegen. Sobald er mit dem Kopf irgendwie abrutscht, wird er wieder wach. Ja, also man merkt wirklich, dass er sich in einem sehr großen Entwicklungssprung befindet und einfach die Nähe zu mir sucht, natürlich. Und das Herzklopfen, das ist ja auch das, was er kennt aus dem Mutterleib. Ja, ist einerseits sehr schön, dass er so viel Nähe von mir fordert, aber nachts ist es etwas anstrengend. Und Zähne hat er mittlerweile drei oben. Einer von den Hasenzähnen, der fehlt noch. Und zwei hat er unten, genau. Und er isst, seitdem er ungefähr 11 Monate alt ist, alles. Also er möchte nur noch feste Nahrung haben. Ich musste wirklich die Babybreie, die ich vorgekocht hatte und eingefroren hatte, die musste ich leider alle wegschmeißen, weil er die nicht mehr gegessen hat. Abends bekommt er trotzdem noch Schmelzflocken, die mag er immer noch. Aber die anderen Breisorten, die mag er gar nicht mehr, also nur Schmelzflocken. Aber das isst er auch wirklich gut. Und ja, mittags ist es so, dass er am Anfang sehr gut gegessen hat und immer alles aufgegessen hat. Mittlerweile spielt er aber eigentlich nur noch mit dem Essen. Und ja, er ist wirklich ein schlechter Esser geworden. Also er spuckt sehr, sehr viel aus. Ich weiß nicht, ob er es nicht mag oder ob er das einfach so toll findet, wenn es einfach auf den Boden fliegt. Denn das ist momentan sein absolutes Lieblingsspiel. Alles auf den Boden donnern. Aber er hat auch was anderes, was ihn interessiert. Und zwar ist er motorisch ein ganzes Stück weiter als die Kids beim P-Kip. Also er möchte Förmchen überall reinstecken und wenn er ein Loch sieht, dann möchte er möchte überall Dinge reinstecken und ja, und möchte auch selber essen. Das klappt eigentlich auch schon ganz gut, bis auf das Aufpieksen auf die Gabel. Aber dieses Motorische, das liegt ihm wirklich und ja, das fördere ich zurzeit. Und das hat sich auch sehr stark ausgeprägt bei ihm, so im 12. Lebensmonat, würde ich sagen. Und in meinem letzten Baby-Update hatte ich ja schon erzählt, was für einen Entwicklungssprung Nico gemacht hat. Also es war ja einfach vom Sitzen zum Krabbeln zum Stehen. Und jetzt ist es so, dass er seitdem eigentlich schon
fast läuft. Also ich glaube, ein, zwei Wochen danach hat er sich einfach in den Lauflernwagen gestellt. Und ja, seitdem läuft er am Wagen und an der Hand. Und das findet er so unglaublich toll. Er läuft aber noch an beiden Händen. Und alleine laufen, glaube ich, wird auch noch ein Weilchen dauern. Also er übt wieder sehr fleißig, genauso wie beim Krabbeln. Aber gehen an sich kann er eigentlich schon ziemlich sicher und ja, braucht so ein bisschen die Balance. Also die kann er noch nicht so halten, das Gleichgewicht kann er noch nicht wirklich halten. Aber an sich steht er schon sehr sicher auf seinen Füßen und es macht ihm unglaublich Spaß, überall hinzulaufen. Also es ist echt sein tollstes Spiel zur Zeit. Und ansonsten vom Schlafverhalten ist es so, dass er vormittags meist noch ein Schläfchen hält, da er so zwischen 5 und 6 Uhr wach wird und aufsteht. Ja, und wenn er dann so 2 Stunden wach ist, dann braucht er auf jeden Fall wieder eine halbe Stunde an Nickerchen. Manchmal schläft er auch etwas länger. Und nachmittags so gegen 2 schläft er auch nochmal. Ich muss aber sagen, dass er nachmittags nicht mehr so viel schläft. Also eine halbe Stunde schläft er schon. Aber ja, maximal 45 Minuten. Also den Mittagsschlaf, den haben wir noch nicht so wirklich einführen. Was er zurzeit auch total gerne macht, ist einen nachzumachen. Also egal, was wir machen. Er macht es nach, also es sieht total ulkig aus und total niedlich und ja, das macht wirklich Spaß, ihm einfach Dinge zu zeigen, die er dann nachmachen kann. Und sprachlich ist es so, dass er noch keine Wörter sagt, also er sagt Mam, Mam, Mam oder Papa, Papa oder wenn er auch mal am Weinen ist und zu mir hinkrabbelt, sagt er Mam, 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 Mam. Aber ich glaube, es ist noch nicht so bewusst, dass er, wenn er Mama sagt, auch weiß, dass ich die Mama bin. Also das ist eher so, ja, die Wörter, die er so brabbeln kann. Er sagt auch noch andere Laute, aber generell ist es meistens Mama. Ja, meine Lieben, das war es auch schon mit meinem allerletzten Baby-Update von Nico. Nun ist er ein Kleinkind und 1 Jahr alt. So schnell geht das. Was mich ja jetzt noch besonders interessieren würde, ist, wann haben eure Kleinen die ersten Schritte gemacht? Also Nico ist ja jetzt 12 Monate und 1 Woche alt. Und ja, also er geht zwar schon, aber selbstständig, ich glaube, das dauert noch einen Moment. Und ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir doch ganz gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben von euch. Natürlich freue ich mich auch riesig über ein kostenloses Abo von euch. Und wenn ihr mich abonniert, aktiviert unbedingt die Glocke, damit euch auch jedes Video von mir angezeigt wird. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.